Ich weiß ganz genau, wie oft wir waren. Mal gucken, ob Sie es wissen. Hi, Cott in the Act. Hi, hi. Hi, Jungs. Hi, Dan. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie oft ihr schon hier wart? Many times. Yes. Es ist genau das fünfte Mal heute. Und ich habe euch diese ganze Zeit auch irgendwie euren Style wechseln gesehen. Die Haare, eure Klamotten, halt alles. Und ich muss sagen, ihr seht richtig gut aus heute. Speziell Eloy, finde ich. Also ich finde deine Haare super geil. Oh ja, oh, danke. Und vor allem, du hast abgenommen. Ja. Bei der Bravo Super Show warst du so schon eher so das Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ja, naja, ich habe 12 Kilo jetzt weniger. Was? 12 Kilo? Kilo, ja. Wie ja. hast du das gemacht? Viel Wasser trinken und ich habe gejoggt. Mhm. Überall jeden Morgen und ja. Viel geschwommen. Ja. Nach 8 abends nicht mehr gegessen, so, das geht gut. Ja. Een speciale Eloy-Diät. Ja. Genau. Ja. Hast du das jetzt einfach nur gemacht, weil du dich super unwohl gefühlt hast? Oder weil du dachtest, oh Gott, die weiblichen Fans wollen mich sonst nicht mehr? Kann man ja auch denken. Na, ich fühle mich jetzt auch wel ein bisschen besser, aber ich habe in Januar Urlaub gehabt, habe Skiferien gemacht und viel gegessen. Jeden Tag habe ich gedacht, ah, das geht nicht so schnell. Aber wenn ich dann die Bravo Super Show gemacht habe, habe ich auch die Bilder gesehen und dacht so jetzt fühle ich wieder besser. Ja. Die Bilder gesehen. Ja. Sebastian hat jeden Tag mit einem Zentimeter so gemacht, aber jetzt ein Zentimeter weniger. Ja, wir haben allen richtig Spaß darüber gehabt, weil das in den Magazinen war. Ilo, guck mal. Angespeckt. Abgespeckt. Ich war angespeckt, jetzt abgespeckt. Genau. Ja, okay. Hä? Oh, du bist abgespeckt jetzt. Bin ich abgespeckt, aber dann war ich angespeckt. Ah, aber du warst nicht so gespeckt. Wir können ja gerne nochmal ein anderes Mal darüber diskutieren. Ja. Was ich ziemlich schön an Amsterdam finde, sind die Flohmärkte. Habt ihr eigentlich noch Zeit, auch über den Flohmarkt zu laufen? Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen, ja. Als wir haben Freizeit in Thailand, dann, ja, some shopping we do, or we go to, or like if I have friends over or my family, yeah. My mom likes flowers, so she always wants to go to the flower market. Aber was vermisst ihr denn eigentlich? Driving on my scooter. Yeah? Yeah, I bought a scooter a couple of weeks ago. Where? It's a mint green scooter in Amsterdam. In Amsterdam. Yeah, and I love driving it around, and you know, because it's starting to get nice weather now and everything. So it's really nice to drive around Amsterdam. You know, right. It's the quickest way because you can go through all the cars and everything. You know. Yeah. So it's really fun. Und die anderen, macht ihr auch irgendwas Inline Skating oder so in der Stadt? No, with the bicycles. Boats. Yeah, the bikes. We're like boats. Keep up with you. We're like Ben, wait. Wait, Ben. Yeah. Und wie sieht's aus mit eigenen, also mit Texten schreiben oder eure Hobbys einfach noch mehr ausweiten? Well, with the songwriting, we've already started on this album. We have one song called Runaway that Bastian's been working on, and we've like been playing that, like listening to it and singing along while we've been in hotels, and then he got to work on it in England, and it's finished, and it sounds really good. We're going to write a song for Lee too. Yeah, maybe they're going to do one for me because a priest song about flowers, hopefully. Right? Tilly. That's right, Lee. Habt ihr denn eigentlich einen Lieblingssong auf eurem neuen Album? Do It For Love. Do It For Love is really a very good lyric, and we like the song a lot. Yeah. Sag mal, ich finde aber auch, dass ihr euch ganz schön viel Zeit gelassen habt, bis zu Do It For Love, um es rauszubringen. Und ich denke mir mal, ihr müsst euch auch in der Zeit Gedanken gemacht haben. Ich habe Urlaub gemacht und Eloy hat angespeckt. Abgespeckt. Angespeckt, dann abgespeckt. That's what they wrote in the magazines, didn't they? Okay, tell me about your. What are you doing meanwhile? Between the. Yeah, writing songs. Unsere Familie sehen, Freunde sehen. Und im dritten Album, was wäre sehr wichtig für uns, dass wir auch anderen Producers haben für das Album. Wir haben mit vier oder fünf anderen Producers gearbeitet. Gut. Ich finde aber auch Do It For Love klingt ein wenig erwachsener. It was just time for a party song, really. Yeah. It was like, we thought we haven't done this yet. It would be nice to sort of have a video when we're sort of like, you know, clubbing like we usually do. Mm-hmm. And as you can see in the video, it's not all sort of like based into camera. It's all sort of like a little bit off camera as well, you know? Jungs, in ein paar Tagen geht eure Tour los und dann seid ihr irgendwann, glaube ich, am 30. Mai in Bielefeld, zum ersten Mal in Deutschland. Freut ihr euch schon? Yes. Yes. Ja. Ja. Und wie wird die Show aussehen? Wir haben eine Live-Band. Wir haben für einen Monat ungefähr, zwei Monate haben wir die Musiker gefunden oder kennengelernt in England. Ja. Und da haben wir zusammen viel geprobt, weil das die erste Mal ist, dass wir mit Live-Musiker singen und spielen. Habt ihr Angst? Ja, a little nervous. Ja, nervös und aufgeregt, glaube ich. Ja. Great. Sehr gespannt. Was macht ihr eigentlich vor der Tour? Wie bereitet man sich eigentlich als Band vor? How do you prepare you before the tour? I clean my trumpet.
Yes. Now we clean our trumpets. And after the trumpet cleaning, then we start rehearsing on the songs and talking about what songs we want to do. And yeah. if we want to do a medley, mm-hmm. then we talk about that. And we decided quite a while ago that we wanted to do a Wham medley. Because we ma'am. All like Thank you, ma'am. Wham music and stuff. So that's what we're going to do. And we're also going to do a medley of some of our songs as well. A few of the songs together. Yeah, from the first album. Yeah. And we'll be... playing new songs as well. Mm-hmm. So we spielen vielen auch neuen Songs von das neuen Album, das noch kein Mensch gehört hat. Nur wir und ja, wir sind auch sehr aufgeregt darauf. Thank you very much for the interview. Dankeschön. Bitteschön. Okay, jetzt bekommt ihr den tollen Megapreis und danach gibt's Caught in the Act mit Do It For Love. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück für alle, die beim Megapreis mitmachen und jetzt seht ihr Caught in the Act mit Do It For Love. Viel Spaß. Yeah, let's do it. 'Cause I say, you gotta give it a chance. Let's do it for the family. Come on. Hey, 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 yeah, yeah. Joining the game, but I say you've got to give it a chance. Gotta make it happen, gotta make it to last. 'Cause you know it, and I know it. Love is what we're fighting for. Yeah, it may take a little time just to get it right. All you gotta do is try. Let's do it for you. Our way, we're only human, we all make mistakes. May not be written down in black and white, but it's in our hands to keep the love alive. 'Cause you know it, and I know it, we just got to learn to get it right. And the sooner we're together, we'll take on. Ich finde, der ist so ein bisschen groovy. Also du kannst gut mittanzen. Ja, ja. Habt ihr früher auch richtig viele Partys gefeiert, als die Eltern nicht da waren? Too many, you don't want to know. Really? Und ist irgendwas kaputt gegangen? Yeah. Lots of like stains on the carpet or people like putting cigarettes out on the carpet, you know? It was a nightmare. Oh my gosh. Yeah. Oh no, don't do that, you know. Und was haben die Eltern gesagt?
Oh, they don't find out for a couple of weeks because you're like hiding something on it. A chair, is all of a sudden in that position. And then your mum goes, what's that? Through the room. She sees a big hole. Okay. Jungs, habt ihr mir auch was mitgebracht? Ein Geschenk der Woche? Yes. Oh, no, we didn't get anything, did we? A present. A present? What can we give? Ihr habt's vergessen. Hey, Bastian, yes. I just noticed that you have a... Give the bracelet. Can we give this away? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away. Come on. The pressure that I feel now feels like I can't say no. But I must say... Give it away now. Yeah, we're going to give it away, but I must say that it's a very special bracelet. I've been wearing this for the last half a year. With the recording of the tour, with the recording of the album, I mean. Yeah. It's still warm. It's still warm. Yeah. Okay. And sweating. While it's still hot. Sweating from the show. Hast du selber gekauft oder hast du es geschenkt bekommen? Ich habe das Riechtag ein bisschen nach was. Ja. Ich bin hier, you know, strong and... Oh ja. Ja. All right, calm down, you two. Calm down. All right, now it's... Ich habe es gemacht. Thank you very much. Okay. Ich habe es gemacht. Du hast es gemacht? Ja. Ehrlich? Das ist ganz kreativ. Guck mal, ich habe das... sehr schön. Original. Original Silver Nugget. Ich finde es schön, weil es nicht so neu aussieht. Nein, das sieht nicht neu. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr es gewinnen wollt, bitte ganz schnell an RTL2 Bravo TV schreiben. Kennwort Feedback, Quatsch, Kennwort Geschenk der Woche natürlich. Postfach 9010 63 in 81 51 0 München. Und ich wollte noch mal ganz schnell dein Bauchnabel-Piercing sehen. Oh, mein Bauchnabel. Oh, okay. Zeig mal. Da. Was ist denn da? Ein Kreuz. Ein Kreuz. Wechselst du es ab und zu? Das also Kreuz habe ich zusammen mit meiner Schwester gekauft. Schön. Sie hat eine Herz da hingehangen und ich habe eine Kreuz da hingehangen. Sehr schön. Jungs, schön, dass ihr da wart. Das war sehr erfrischend. Dankeschön. Thank you very much for coming. Dankeschön. Und jetzt kommt das Video. Bye.